Ableitungsaufgaben 1. In diesem Video geht es um verschiedene Ableitungen von Funktionen, die wir bilden wollen. Und hier habe ich eine aufgeschrieben, nämlich f von x ist gleich 3x hoch 4 minus 7x hoch 3 plus 10x² minus 14x plus 15. Wenn wir diese Funktion ableiten, müssen wir die Summenregel anwenden. Das heißt, wir leiten einzeln ab, einmal 3x hoch 4, und dann einmal die minus 7x hoch 3 und dann leiten wir die plus 10x² ab, minus 14x und die 15 ist eine Konstante, die fällt weg. Und zwar 3x hoch 4 leiten wir ab, herauskommt 12x hoch 3. Woher kommt das? Die 4 einfach nach vorne ziehen, 4 mal 3 sind 12 und hier oben im Exponenten, der Exponent ist ja 4, da müssen wir 1 weniger rechnen, also minus 1, da steht hier x hoch 3, 12 x hoch 3. Das nächste, minus 7 x hoch 3, die 3 nach vorne ziehen, 3 mal minus 7 ist minus 21 und hier x hoch 3, minus 1, also 1 weniger, also x hoch 2. Minus 21x² oder x hoch 2. Dann das nächste. 2 mal 10 sind 20. X hoch 1 würde hier stehen. Hier rechnen wir 1 weniger, also minus 1. Ne? 20x hoch 1. Dann steht hier minus 4, 14x hoch 1. Schreibt man eigentlich nicht mehr, muss man nicht hinschreiben. Dann einmal minus 14 ist minus 14, oben 1 weniger, also minus 1, dann steht hier x hoch 0 und x hoch 0 ist 1, 7 hoch 0 ist 1, 250 hoch 0 ist 1, also bleibt hier nur noch minus 14 übrig. Die plus 15 ist eine Konstante und eine Konstante fällt immer weg, da wo kein x mehr steht, die fällt vollkommen weg. Ja? Ich wische das jetzt nochmal weg, dann machen wir noch eine Ableitungsaufgabe. Ja, hier ist eine neue Ableitungsaufgabe und zwar wenden wir hier die Kettenregel an. Und zwar haben wir eine innere Funktion und eine äußere Funktion. Hier steht ja hoch 8 in 3x minus 2 in Klammern hoch 8. Die 3x minus 2 ist die innere Funktion und das, was drumherum ist, die hoch 8, ist die äußere Funktion. Jetzt können wir erstmal 3x minus 2 substituieren. Substitution. Und wir sagen für 3x minus 2, das soll u sein. Dann haben wir eine äußere Funktion, die ist dann u hoch 8. Die Funktion selber, wenn wir die ableiten, dann leiten wir die äußere Funktion ab. Die innere Funktion selber ist 3x minus 2. Das ist, was hier drin steht. Jetzt substituieren wir, also für u sagen wir 3x minus 2. Dann ist die Ableitung der äußeren Funktion mal die Ableitung der inneren Funktion. Die Ableitung der äußeren Funktion, das ist ja die äußere Funktion, ist ja u hoch 8. Wenn wir das ableiten, kommt da 8u hoch 7 raus. Die 8 nach vorne ziehen, also 8 mal u und im Exponenten 1 weniger, also hoch 7. Dann steht hier also f' von x ist 8u hoch 7 mal der inneren Ableitung. Die innere Funktion war ja 3x minus 2. Hier steht es nochmal, innere Funktion, 3x minus 2. Wenn wir das ableiten, dann fällt erstmal die minus 2 weg, das ist ja eine Konstante. Hier steht 3x hoch 1, aus x hoch 1 wird x hoch 0 und x hoch 0 ist 1. 1 mal 3 ist 3, also kommt hier bei einer inneren Ableitung 3 raus. Äußere Ableitung mal innere Ableitung. Äußere war 8u hoch 7 mal die innere 3. Ne? Jetzt im nächsten Schritt habe ich die 3 mit der 8 multipliziert. Hier stehen ja überall Malzeichen dazwischen. 3 mal 8 sind 24. 24u hoch 7. U hoch 7 bleibt ja bestehen. 24u hoch 7. Jetzt wollen wir das Ganze resubstituieren. Für u haben wir ja gesagt, u ist 3x minus 2, also setzen wir es dort wieder ein.
Also lautet die Ableitung f' von x ist gleich 24, hier steht dann die 24, mal, jetzt kommt das u, u war 3x minus 2, also 3x minus 2 in Klammern hoch 7. Wir setzen für u die innere Funktion ein, also 3x minus 2 hoch 7. Das ist schon die Ableitung, die richtige Ableitung f' von x. Genau, ich wische das nochmal weg und dann machen wir nochmal eine Kettenregel. Ja, jetzt habe ich hier noch eine Funktion aufgeschrieben, nämlich f von x ist gleich e hoch 4x plus 2. Hier müssen wir wieder eine Kettenregel anwenden. 4x plus 2 ist die innere Funktion und e hoch x oder e hoch u ist die äußere Funktion. Also, Substitution. U ist gleich 4x plus 2. Das hier, 4x plus 2, ist das u. Die äußere Funktion lautet dann e hoch u. Die äußere Ableitung lautet dann e hoch u. Und zwar e hoch x abgeleitet ergibt wieder e hoch x. Also e hoch u ableiten bedeutet dann, da kommt heraus e hoch u wieder. Jetzt die innere Funktion haben wir ja substituiert. Die war ja 4x plus 2. Die innere Ableitung, also von der inneren Funktion, die Ableitung ist 4. 2 ist eine Konstante, fällt weg. Hier steht x hoch 1. Aus x hoch 1 wird x hoch 0. Und x hoch 0 ist wieder 1. Und 1 mal 4 ist 4. Also das ist die innere Ableitung. Jetzt bilden wir die Ableitung. F' von x ist gleich die äußere Ableitung mal der inneren Ableitung. Das sagt ja die Kettenregel aus. Äußere Ableitung mal der inneren Ableitung. Die äußere Ableitung von e hoch u ist wieder e hoch u. Ne? Äußere Ableitung ist e hoch u von e hoch u. Also e hoch u mal 4, mal der inneren Ableitung. Die innere Ableitung ist 4, also e hoch u mal 4. Jetzt Resubstitution. Für u können wir ja sagen, u ist gleich 4x plus 2. Dann steht hier nicht mehr e hoch u, sondern e hoch 4x plus 2 mal 4. Das ist letztendlich die Endlösung, also die Ableitung. Man kann die 4 noch nach vorne ziehen. Man kann sagen 4 mal e hoch 4x plus 2. Genau, jetzt wische ich das nochmal weg und dann machen wir eine Quotientenregel. Quotientenregel. Die Quotientenregel ist f von x ist gleich u von x und v von x. Also gibt es eine Funktion, nämlich u von x im Zähler und v von x im Nenner. Quotient bedeutet ein Bruchstrich, also zwei Drittel oder sonst was ist ja ein Quotient. Ein Bruch ist ja ein Quotient, deswegen heißt es auch Quotientenregel. Wenn wir also eine Zählerfunktion haben und eine Nennerfunktion, wenn wir die ableiten wollen, also f' von x, ist dann der Zähler abgeleitet, nämlich u' von x mal den Nenner, nicht abgeleitet, mal der normalen Funktion des Nenners, minus, und jetzt einfach vertauschen, Zählerfunktion mal die Ableitung des Nenners. Also ersten Zähler ableiten mal den Nenner, minus den Zähler mal die Ableitung des Nenners. Geteilt durch den Nenner hoch 2. Die gesamte Funktion wird dann quadriert. Das ist die Formel für die Quotientenregel, wie man einen Quotient ableitet. Jetzt haben wir hier die Funktion gegeben, nämlich f von x ist gleich 2x plus 3. 2x hoch 2 plus 3 ist u und 8x plus 1 ist v. U ist also der Zähler und V ist der Nenner. Jetzt ableiten. F' von x ist 4x. Wir brauchen jetzt U' von x. U war ja 2x² plus 3. Das müssen wir ableiten. Wir brauchen U' von x. Dann die 2 nach vorne ziehen. 2 mal 2 sind 4. Oben 1 weniger, x hoch 1. Also dann kommt hier 4x raus. Weil die 3 fällt dann auch weg. Ist eine Konstante, die fällt weg. Also 4x mal den Nenner. Der Nenner ist 8x plus 1. Steht hier, mal v. Also 8x plus 1 minus u von x, also der Zähler war ja 2x² plus 3, habe ich hier hingeschrieben, mal Ableitung des Nenners, v' von x. V war ja der Nenner. V
V' von x ist dann 8. Geteilt durch den Nenner und dann quadrieren. Der Nenner war ja 8x plus 1, habe ich hier hingeschrieben, 8x plus 1, das Ganze quadriert. Jetzt könnte man das hier noch im Nenner ausrechnen, binomische Formel, erste binomische Formel, muss man aber nicht ausrechnen. 8 mal 2x Quadrat könnte man rechnen und 8 mal 3 und hier auch 4x mal 8x und dann 4x mal 1 könnte man im Zähler alles ausrechnen, muss man aber nicht, es reicht, wenn ihr euch das so hier hinschreibt. Genau, das war schon zum Thema Ableitungsaufgaben 1.